da sind wir wieder und das an einem Silvestertag. Ich grüße euch, JSOC303 hier und wir gehen mal in meine Mod-Schule. Was wollen wir eigentlich heute mal machen? Also wir wollen Waffenschaden hier auf unseren Solarwaffen einfach stacken lassen, ohne den chromatischen Maestro oder monochromatischen Maestro. Der ist sowieso drauf. Wir möchten den noch zusätzlich haben. Und ich demonstriere das mal einfach. Ich nehme den Bonkhammer und jetzt guckt ihr mal links. Solarwaffenboost 18, 17, 16. Bonkhammer wieder 20, wieder 20 und das geht so weiter und so weiter und so weiter. Und dann könnt ihr die Solarwaffen nehmen. Da passiert gar nichts mehr. Es kracht nur noch. Und ihr habt unendlich Waffenboost. Jetzt kommt die spannende Frage. Was redet der da? Das kenne ich doch. Aber ich habe doch nur 8 oder 10 Sekunden. Hm, genau. Und das erkläre ich mal hier an der Stelle, weil das ist mir gar nicht so im Bewusstsein gewesen, aber ich verrate euch das mal. Also, wir erzeugen bei der Bonkhammer, dran denken, ist ein Nahkampfschaden. Ja, also, das Gerät hier ist ein aufgeladener Nahkampf. Ist natürlich optimal, weil wenn du den nicht verwirfst, hast du jedes Mal eine erzeugte Quelle. Also, auf den Titan. Nahkampf, Quellenschöpfer. Wir bauen die Quelle, die springt da raus und dann ganz wichtig mit, ihr könnt auch andere Handschuhe nehmen. Ich nehme die Synthos selbst wegen den Nahkampfschaden. Auf Stasis, ganz, ganz wichtig, elementare Zeitausdehnung. Also was der Name schon sagt, es werden alle Vorteile, egal welcher Mod, die einen zeitlich begrenzten Raum haben, verlängert, extended sozusagen. Und ich habe Quelle der Macht genommen, dreimal. Und das stackt zusammen, das ist irre. Und dann hast du pro Elementar, ja, pro Elementarschaden, also Quelle, die rausfällt und die aufnimmst, also auch deine Kollegen, wenn die das in ihrem Bild einbauen, ja, 20 Sekunden Schaden. Also das wäre jetzt die Solo-Variante, ne, für euch. Kann man auch in der Gruppe machen, aber 20 Sekunden ist dann Max, weil geht ja nicht mehr. Ihr müsst ja eine Quelle erzeugen. Das heißt, wir haben nur 5 Rüstungsteile. Und wenn ich die aufnehme, habe ich halt, wie man sieht, die 20 Sekunden. Ich mache die hier mal weg. Dann haben wir ein bisschen Ruhe hier in dem Lost-Sektor. Ist im Übrigen mein Lieblings-Lost-Sektor. Ist super zum Testen. Kann ich nur empfehlen. So. Wie macht ihr das jetzt in der Gruppe? Ihr wollt 30 Sekunden. Ist ganz einfach. Und zwar nehmt ihr hier die Quelle raus und geht wieder Quelle der Macht. Auf die Quelle der Macht wohl. Was bedeutet das? Ihr könnt dann natürlich selbst keine erzeugen, aber wenn der Kollege eine erzeugt, ich sag mal hier, das Special-Paket wäre eine Quelle und ihr habt die viermal drin, zack. 30 Sekunden Schaden. Wie wäre das, wenn ihr im Dungeon seid? Lasst den Goblin in der Mitte und dann zack. Zack. Von mir aus mit der Sleeper. Also das, was euch zusagt. Ganz wichtig bei der Sache, es muss den Elemental, also Elementarschaden matchen, also eure Subklasse. Das heißt, ich habe hier Solar. Solar, die Quelle fällt raus, ja, durch den Bonkhammer. Der ist ja nur Solar. Und dann habt ihr das. Ihr könnt das aber mit dem Warlock genauso machen. Wie geht das mit dem Warlock, wenn ich keinen Hammer habe? Das ist eine spannende Frage, ne? Aber keine Sorge, geht natürlich auch, nur nicht so schnell wie mit dem Titan. Ihr nehmt beim Warlock zum Beispiel dies hier. Elementarnachschub. Ihr könnt dann, wenn ihr das gut aufgebaut habt mit viel Disziplin, einfach die Granaten spammen und da fallen ja die Quellen auch bloß raus. Ihr kennt das ja, ne? Oder selbst bei fremden Leuten im Strike, die machen das zack, 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 zack. Ist aber immer, ich sag's nochmal, auf das Element begrenzt. Das heißt, ihr könnt natürlich das machen. Ich demonstriere das einfach mal. Trichternetz, nimmt er schön hier, leere Schaden. Ja, ihr müsst dann gut, ich habe das mal nur als Beispiel hochgezogen, 110, dann habt ihr die Granaten schnell da. Und dann renne ich nochmal hinter und dann zeige ich das mal eben, wie das damit funktioniert. Ist erheblich langsamer, darum auch am Anfang direkt gezeigt mit dem Bonkhammer. Quasi ist das der Super-Tank, der in irgendeiner Aktivität, sag mal in dem neuen Dungeon, durchrennt. Er kann auch gerne die Kleve nehmen, weil dann habt ihr zwar nicht den Bonkhammer, weil das blockiert wird, mit Absicht von Bungie natürlich, könnt nicht beides gleichzeitig nehmen, aber ihr könnt dann durchgehen und habt permanenten
Solarwaffenboost. Das ist irre. Das ist deswegen irre, wenn nur drei Leute, stellt euch mal vor, drei Leute mit dem Mini-Tool oder einer anderen Waffe, MP, und dann mit einer schönen Heavy auf Solar da durchratzen, da bleibt nichts mehr stehen. Das kann ich euch schon mal sagen. Also wie gesagt, hier sieht man's. Quelle fällt raus, leere Waffenboost. Ja gut, ich war jetzt ein bisschen daneben. Ah, Vorführeffekt. Aber ihr wisst, was ich meine. Und dann habt ihr noch den Schadensbonus vom Maestro drauf. Und dann könnt ihr einfach hier durchgehen. Wie gesagt, wenn der Boost drin ist, man sieht ja hier den Unterschied schon, dann ist das überhaupt kein Problem. Ich meine, dass das so als Fazit für ein Co-op-Game, was ja Destiny durchaus ist, ne? Auch wenn viele diese Solo-Aktivitäten machen, für mich ist das immer noch ein Gruppenspiel. Und wenn man die Synergien so aufbauen kann, dass man die teilen kann untereinander und das sogar ein bisschen taktisch angeht, also strategisch würde ich fast sagen. Ich zeige es mal hier. Ja, ich lasse das machen. Dann fällt die Quelle raus. Dann gehe ich rein und habe den leeren Waffenboost. In dem Fall ist keine Quelle rausgefallen. Sehr interessant. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, also ich kann es ja nochmal zeigen, damit man das ein bisschen im Verständnis hat. Hier hast du den Nahkampf-Quellenschöpfer. Das war jetzt von mir falsch dargestellt. Den musst du natürlich in den tauschen. Dann geht das natürlich auch mit der Granate. Und für den Bonkhammer nehmt ihr, wie eben erwähnt, wo ist er? Ach hier, Nahkampf. Ich habe das gerade nur ein bisschen vertauscht. War ein Fehler von mir. Aber da könnt ihr drüber hinwegsehen, weil die Granaten, wie gesagt, die laden sich ja urschnell auf, selbst wenn ihr hier Abilities nehmt. So, ich zeige das mal eben. Ja, genau. So, da fällt die raus. 20 Sekunden, zack, zack, zack. Und dann gehst du hier durch, egal welche Subklasse dir zusagt, wisst ihr? Ihr seid absolut, ja, wie soll ich sagen, absolut, naja, unsterblich würde ich nicht sagen, aber so ein bisschen, ne? Also, wenn man permanenten Bonusschaden auf Waffen hat, wüsste ich jetzt nicht, was dagegen spricht. Weil wir haben in den Game viele Sachen, aber sowas war mir nicht klar, dass das funktioniert. Wie gesagt, die Idee kommt natürlich von mir, aber ich habe mir das ein bisschen zusammengereimt, und zwar von dem Weltrekord Säule der Wächterin, dass man da einfach mal im Weltrekord, ihr müsst euch das angucken, mit 7 Minuten 40 oder so, hat man das gesehen, und dann war Essig, weil ich dachte, wie kann man da 30 Sekunden Schaden haben? Naja, und das war eigentlich schon alles. Wie gesagt, kann man unendlich ausbauen. Wie gesagt, wer gerne Leere spielt, kann das hier machen. Ja, aber ihr müsst eigentlich immer nur einen Kollegen von den Ads hier die Quelle droppen lassen, und dann, hier seht ihr es, au, geht das natürlich. Und guckt euch mal den Schaden an. Also das ist, ich würde schon sagen, ein bisschen drüber aus meiner Sicht, aber ich arbeite nicht bei Bungie, also von daher, Freunde, feiern wir schön Silvester. Guckt euch das ab. Quelle der Macht, elementare Zeitausdehnung. Und dann sage ich mal, bis ins neue Jahr. JSOC 303 ist raus, Freunde. Bye bye, bleibt gesund. Tschüssi.